Manchmal, meine Damen und Herren, ist es ganz schön kompliziert. Wir verstehen unser Gegenüber beim besten Willen nicht oder fühlen uns selber total missverstanden. Ein erster Schritt, sich besser zu verstehen, ist, sich in den anderen einzufühlen und in seine Haut zu schlüpfen. Das sagt mein heutiger Gast Charles Foster. Er selber treibt dieses Bestreben auf die Spitze. Um das gegenseitige Verstehen zu schulen, schlüpfte er ins Leben als Dachs, Otter, Fuchs, Mauersegler und Rothirsch und sagt, er habe dadurch auch vieles über den Menschen gelernt. Herzlich willkommen. Great to be with you. Ja, Herr Foster, Sie sind eigentlich ursprünglich Anwalt, heute vor allem Medizinethiker an der Universität Oxford. Vor kurzem sind Sie aber auf allen Vieren durch den Wald gekrochen, haben sich Würmer genehmigt, Sie haben als Rothirsch gelebt und sich von Bluthunden jagen lassen. Wir sehen Sie hier in Ihrer Rolle als Rothirsch, wie Sie gerade ein Nickerchen machen. Vermissen Sie Ihr Leben als Tier manchmal? Wir alle leben ein Leben als Tier. Auch wir sind Tiere, ob wir wollen oder nicht. Wir sind zwar mehr als Tiere, aber wir bleiben Tiere. Ich habe versucht, mit einigen unserer engsten evolutionären Cousins in Kontakt zu treten. Wir müssen nur ein paar Seiten in unserem Familienalbum zurückblättern, bevor wir zu den schuppigen und pelzigen Gesichtern kommen. Wir verstehen besser, was uns als Menschen ausmacht, wenn wir verstehen, woher wir kommen. Ein möglicher Weg, das zu tun, ist, in ihre Lebensform einzutreten. Mitleid und Empathie zu entwickeln, ist anstrengend. Aber es wird einfacher, wenn man lange genug daran arbeitet. Eine ausgeklügelte zoologische Schauspielmethode, wie ich sie angewandt habe, könnte helfen, die Muskeln der Empathie zu stählen. Über diese Sachen werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Aber wenn Sie zurückdenken an diese Zeit, jetzt sind Sie ja wieder in Ihrem Büro an der Universität. Gibt es Dinge, die Sie vermissen, wo Sie da denken, ah, ich wäre gerne wieder mal ein Dachs oder ein Otter? Ich vermisse die Intensität der Beziehung zur Natur, aus der wir ja als Spezies hervorgegangen sind. Wir wissen, dass wir mit der Natur tief verbunden sind, dass es uns schlecht geht, wenn wir nicht ins Grüne schauen können. Dass Patienten in Krankenhäusern viel schneller gesund werden, wenn sie die Aussicht auf einen Baum genießen können. Wir wissen, dass es autistischen Kindern in jeder Beziehung besser geht, wenn sie draußen sein können. Wir wissen, dass ein zynischer CEO, der die Produktivität seiner Angestellten maximieren will, sicherstellt, dass sie vom Arbeitsplatz aus einen Baum sehen können. Was ich sagen will, wir sind Teil der natürlichen Welt und funktionieren viel besser, wenn wir diese Beziehung anerkennen. Ob ich es also vermisse, im Wald herumzukriechen? Ja. Die meiste Zeit verbringen wir in einer sehr unnatürlichen Umgebung, was nicht zu unserem Wohlergehen beiträgt. Es ging mir im Wald, den wir gerade gesehen haben, weit besser, als wenn ich durch ein riesiges Einkaufszentrum gehe. Und wann kam Ihnen die Idee, wirklich so ein Experiment zu starten, das Sie ja dann auch beschrieben haben in diesem Buch, Der Geschmack von Laub und Erde, wie ich versuchte, als Tier zu leben? Also wann haben Sie sozusagen entschieden, wirklich diese Tiere sich auszuwählen und ganz in diese Lebenswelt zu schlüpfen? Nun, alle Kinder machen die ganze Zeit genau das, was ich in meinem exzentrischen Experiment getan habe. Jedes Kind krabbelt auf allen Vieren, unterhält sich mit seinem Haustier, nimmt seinen Teddybär ins Bett. Das ist ganz normales menschliches Verhalten. Gesunde Kinder haben eine sehr enge Beziehung zur natürlichen Umgebung, so wie ich sie als Kind auch hatte. Ich hatte ein besonderes Erlebnis. Ich bin in Nordengland aufgewachsen, in Kendal. Im Garten hinter unserem Haus in Sheffield gab es eine Amsel. Ich meinte, unseren Garten hinter dem Haus gut zu kennen. Aber diese Amsel schien etwas über den Garten zu wissen, was ich nicht wusste. Wir schauten uns in die Augen und ich wollte in Erfahrung bringen, was der Vogel wusste, was ich nicht wusste. Seither lässt mich diese Frage nicht mehr los. Sie ist zur Grundlage vieler meiner persönlichen Interessen und inzwischen auch akademischen Untersuchungen geworden. Was
können wir wissen? Eine der erkenntnistheoretischen Fragen, welche die Philosophen seit Jahrtausenden beschäftigt, sie ist für mich von höchster Bedeutung. Ich weiß nicht, was Sie von mir sehen, wenn Sie mich über diesen Tisch hinweg anschauen. Genau, das sind die Schwierigkeiten, dass wir gar nicht wissen, wie sehr wir uns eigentlich einfühlen können. Lassen Sie uns diese philosophische Frage noch kurz auf später verschieben. Interessant ist ja, wenn wir mal noch beim Experiment bleiben, dass Sie eigentlich schon sehr viel Erfahrung hatten. Sie haben jetzt auf Ihre Kindheit verwiesen, dass alle Kinder eigentlich eine sehr enge Bindung haben zu Tieren. Aber Sie haben ja auch eine Weile lang sehr viel Zeit investiert ins Jagen von Tieren. Und Sie sagen auch in diesem Buch, das kam Ihnen ein Stück weit zugute. Sie waren schon geübt darin, auf dem Bauch zu liegen im Wald und ganz lange zu warten, Hirsche zu beobachten, Wild zu beobachten, genau zu gucken, wie bewegen sich die Tiere, wie verhalten sich diese Tiere. Aber was Sie heute nicht mehr machen, ist, Sie schießen eben nicht mehr auf die Tiere. Ich glaube, Sie haben alle Gewehre verschenkt. Das wollen Sie also nicht mehr tun. Jagen ist nicht mehr Ihr Hobby. Ich habe diese Phase meines Lebens bereut. Ich habe dadurch viele praktische Fertigkeiten erworben, wie Sie soeben gesagt haben. Beim Jagen entsteht ein inniges Verhältnis zwischen dem Jäger und seiner Beute. Dieses entsteht zum Beispiel nicht zwischen einem Vogel und dem Beobachter, der den Vogel durchs Fernglas betrachtet. Wieso das so ist? Es ist ein Mysterium, worüber ich in diesem seltsamen Buch spekuliert habe. Ich habe die Jagd aufgegeben, weil ich meine Lektion gelernt habe durch die intensive Verbindung zu den Tieren im Experiment. Für mich ist der Tod von nichtmenschlichen Tieren moralisch gesehen eine ernsthafte Angelegenheit. Darüber sollten wir gut nachdenken, bevor wir in einen Burger beißen. Denn es grenzt an einen kannibalischen Akt. Ich bin kein Vegetarier, aber ich agiere nahe an der Grenze zum Kannibalismus. Das bringt mich in einen anstrengenden moralischen Rechtfertigungsdruck. Man muss schon ein sehr großes Vergnügen dabei empfinden, um das Töten unseres evolutionären Cousins zu rechtfertigen. Und macht es denn sehr Spaß, in einen Big Mac zu beißen? Ich werde deswegen ja wohl nicht verklagt. Für mich ist es kein großes Vergnügen, einen Big Mac zu beißen, aber durchaus eines, in einige der Muskeln meiner anderen Cousins zu beißen. Genau. Schauen wir uns mal einen Teil Ihres Experimentes genauer an, nämlich Ihr Leben als Dachs. Das war eines der Tiere, die Sie sich ausgesucht haben. Der Dachs ist ja ein Tier, das gräbt sich eine Höhle mit den eigenen Tatzen. Wir sehen hier Bilder von Dachsen. Die bauen sich ganze Gänge unterirdisch und leben dann da gemeinsam in diesen Höhlensystemen. Die Dachse sind relativ gemütliche Tiere. Die sonnen sich auch mal gerne oder machen auch eine Pause, machen auch gerne ein Nickerchen. Und wenn sie Kinder haben, dann sind sie sehr familienfreundlich und kümmern sich um ihren Nachwuchs. Schön. Ja, das sind wunderschöne Tiere. Das finde ich auch. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Dachs gesehen. Nun, in England ist er sehr bekannt. Die meisten Leute kennen den Dachs leider nur von Verkehrsunfällen, als zerquetschten Haufen am Straßenrand. Weiß nicht, ob das in der Schweiz auch der Fall ist, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, ich habe noch nie ein solches Tier gesehen. Ich weiß natürlich, wie sie aussehen, aber eigentlich nur von Bildern. Sie haben ja mit Ihrem Sohn zusammen einen solchen Dachsbau sich selber irgendwie hergestellt, gebaut. Sie haben da drin geschlafen, in diesem Bau. Kann man da schlafen, wenn da so Tiere über einem krabbeln, Würmer aus den Wänden gucken? Kann man da wirklich schlafen? Man braucht eine Weile. Wir Menschen sind formbare Geschöpfe und gewöhnen uns mit der Zeit an die meisten Umstände. Es dauert gar nicht so lange, bis man sich daran gewöhnt, in einem Erdhügel zu leben. Natürlich ist es seltsam. Die Wände des Erdlochs um einen herum sind wie ein großer Uterus. Es ist wie in einer Gebärmutter zu leben, geboren zu werden und herauszukriechen. Ein sehr spezielles Gefühl. Und mochten Sie das Leben als Dachs? Es war interessant. Ich habe das gemacht, was ein Laienschauspieler macht. Es war lustig, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Man lernt mehr über sich selber, wenn man in die Schuhe oder die Pfoten eines anderen Wesens schlüpft. Und was machten Sie, wenn Sie Hunger hatten? Wir aßen, was es da eben gab. Ja, wir haben Regenwürmer gekostet.
Das ist eine sehr anmaßende Passage in meinem Buch. Ich habe versucht zu beschreiben, wie ein Wurm schmeckt, in der Sprache des Weinkritikers. Ich spreche vom Terroir, vom Boden, den man aus dem Körper des Wurms herausschmeckt. Ich bereue sehr, das geschrieben zu haben. Es ist anmaßend und dumm und sagt überhaupt nichts über das Leben der Dachse aus. Es sagt nur aus, welchen Wortschatz ich erworben habe, um zu beschreiben, wie Würmer dem Menschen schmecken. Es ist für das Thema unwichtig, schlecht geschrieben. Das ist interessant, weil tatsächlich in allen Interviews, die Sie geben, kommt diese Wurmstelle sozusagen zur Diskussion, weil sie einfach so unglaublich lustig geschrieben ist, weil Sie so ganz genau beschreiben, was der Wurm in Ihrem Mund macht, wie der beginnt, sich da wild zu wehren und dann irgendwann aufgibt. Er versucht zuerst durch die Zahnlücken zu kriechen und dann kringelt er sich irgendwo in einer Ecke des Mundes zusammen und schläft ein. Und Sie sagen, das ist eigentlich, war das gar nicht in Ordnung. Ich habe da... Oder ich muss Sie anders fragen, was genau ist das Motiv? Warum denken Sie im Nachhinein, das ist nicht wirklich in Ordnung? Haben Sie das Gefühl, Sie werden dem Tier nicht gerecht? Oder Sie machen sich fast lustig über diesen Wurm oder über den Dachs? Oder warum bereuen Sie diese Stelle? Weil es ist nicht bad writing, es ist wahnsinnig gut beschrieben. Sie sind sehr nett bezüglich meiner Schreibversuche, danke. Aber es ist zügelloser Anthropozentrismus und beschreibt bloß eine menschliche Reaktion auf etwas, worauf ein Dachs völlig anders reagiert hätte. Das war meine Lehre. Ich habe, wenn Sie so wollen, die Frage des Prüfungsexperten nicht beantwortet. Jetzt nennen Sie den Anthropozentrismus, also diese Vorstellung, dass wir sozusagen immer nur aus Menschensicht auf die Tiere gucken und sehr menschlich eigentlich argumentieren. Können wir denn diesen Anthropozentrismus überhaupt ablegen? Wir bleiben ja Menschen. Diese Sicht können wir nicht vollständig ablegen. Ich konnte mich in all den Jahren, in denen ich für dieses Buch geforscht habe, nur für Sekundenbruchteile dem Anthropozentrismus entziehen. Aber der Anthropomorphismus eignet sich gut als erster Schritt, wenn man herausfinden will, was ein nichtmenschliches Tier aus der Welt macht. Denn wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten bezüglich der evolutionären Geschichte und der Physiologie. Wir sind neurobiologisch gesehen zu weiten Teilen gleichgestrickt. Wenn Sie also erfahren wollen, wie es für einen Dachs ist, aus dem Gehölz zu schauen, dann tun Sie gut daran, wenn Sie von dem ausgehen, wie es für Charles Forster ist, wenn er aus dem Gehölz schaut. Es braucht natürlich noch viele Korrektive. Ich denke, man kann etwas lernen von der Welt der Tiere, auch wenn man sie mit menschlichen Augen betrachtet. Besonders dann, wenn wir unsere menschlichen Sinne so gebrauchen, wie sie ursprünglich gedacht waren, was heute kaum mehr der Fall ist. Können Sie uns ein Beispiel geben für so einen Moment? Sie haben gesagt, es gab Millisekunden, in denen Sie das Gefühl hatten, Sie verschmelzten mit dieser Tierwelt. Gibt es eine bestimmte Erinnerung, an die Sie da denken? Dachse sind Tiere mit einem ausgeprägten Geruchssinn. Ihre Landschaften sind die Gerüche. Die Landschaften für uns Menschen sind vorwiegend visuell. Denn Vision und Kognition, Sehen und Erkennen, sind eng aneinander gekoppelt. Wenn ich zum Beispiel einen Baum betrachte, dann wird dieser Baum unmittelbar zum Gedanken, den ich, Charles Forster, von einem Baum habe. Ich lebe fast nur in meinem eigenen Kopf. Der Baum wird zu meinen Erinnerungen von Bäumen, zu poetischen Gedanken über Bäume. Das hat kaum etwas mit dem Baum selbst zu tun. Das verursacht allerhand Schwierigkeiten, auf welche wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Ein Dachs erschnüffelt den Baum. Er macht keine kognitive Augenschnüffelei, stelle ich mir so vor. Der Baum ist für den Dachs nichts anderes als Sinnesdaten seines Schnüffelns. Ich konnte den Baum nur für Sekundenbruchteile erschnüffeln, ohne gleich das Riechen in meine visuelle Darstellung und meine Vorstellung, die ich vom Baum habe, zu übersetzen. Ich bin überzeugt, dass jemand, der feinfühliger ist als ich, vielleicht weiblich, vielleicht legasthenisch, mit einem offeneren Blick auf die Welt, mehr zum Verstehen des Dachses beitragen kann. Warum sagen Sie vielleicht weiblich? Denken Sie, Frauen könnten das besser? Absolut. Das Klischee ist richtig. Frauen sind natürlicherweise sehr viel mehr Beziehungswesen als Männer. Vielleicht erreichen wir Männer das auch, wenn wir daran arbeiten. Wir starten aber mit einem beträchtlichen Nachteil, meiner Erfahrung nach. Aber das ist jetzt nur ein Erfahrungswert, oder? Sie sind ja auch Tierarzt, also Sie sind ein Stück weit auch Mediziner. Gibt es da wirklich irgendwelche Studien, die das belegen?
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kenne es vom Hörensagen, aber ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Genau, wäre ein weiteres Experiment. Vielleicht können Sie ja mal als Frau leben, dann entdecken Sie vielleicht interessante Dinge. Das wäre faszinierend. Das ist dann das nächste Buch, darüber werden wir auch sprechen. Sprechen wir noch einmal über den Dachs. Es gab viele Momente überhaupt in Ihren Tierexperimenten, da mussten Sie auch den Ekel überwinden. Also Sie haben Würmer gegessen, Sie haben versucht, das ganze Terrain zu markieren mit eigenem Kot, mit Urin. Und es gab natürlich auch Situationen als Rothirsch, da mussten Sie lernen, wieder zu käuen, also Gras zu fressen, es zu erbrechen und dann irgendwie wieder zu essen. Gab es nie Momente, wo Sie gedacht haben, jetzt bin ich wirklich vollkommen verrückt, warum tue ich mir das an? Oh ja, es gibt viele solche Momente, aber ich denke, das trifft auf die meisten Momente in meinem alltäglichen Leben zu. Das ist keine Besonderheit dieses Experiments. Die meisten Teile der meisten Menschenleben sind außergewöhnlich und eigenartig, wenn man genau hinschaut. Ich denke nicht, dass es etwas Außergewöhnliches ist, sich wie ein Rothirsch oder ein Dachs zu verhalten. Was ich da getan habe, gehörte früher für fast alle Menschen zum bewährten Alltagsgeschäft. Nur moderne Gesellschaften betrachten dies als etwas Seltsames. Ich werde Ihnen also eine klassische, verrückte Antwort geben auf den Vorwurf, ich sei ein Irrer. Sie lautet, ich bin ganz normal. Gute Antwort. Wie war es denn mit Ihrer Frau und Ihren Kindern? Sie haben 6 Kinder, ein Kind, Tom, der war 8 Jahre alt damals, der ist mit Ihnen mitgekommen, der mochte das Dachsleben auch. Sagen Sie, war der bessere Dachs als Sie selbst. Aber wie hat Ihre Familie reagiert? Fand Ihre Frau das irgendwie auch prima, was Sie da machen? Meine Frau ist eine geduldige und verständnisvolle Frau. Sie hätte mich nicht geheiratet, wenn sie mit meiner Eigentümlichkeit nicht umgehen könnte. Außerdem sieht sie, dass es für die Gesundheit unserer Kinder förderlich ist, mit der natürlichen Welt verbunden zu sein. Für die Kinder ist das überhaupt nichts Ungewöhnliches. Sie machen, was sie eh machen würden. Sie krabbeln herum, bauen Höhlen, halten sich im Wald auf. Kinder spielen auf Baumhäusern oder in Erdlöchern. Das tun Kinder in jeder normalen Kultur. Ich habe meine Kinder auf einige dieser Abenteuer mitgenommen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen liebe ich meine Kinder, wir haben Spaß zusammen, aber auch, weil Kinder viel weniger vergessen haben von der natürlichen Welt als wir. Ich denke, Platon hatte recht. Der Prozess, etwas zu erkennen, ist der Prozess der Anamnese, des Nicht-Vergessens. Kinder haben viel weniger von der Welt vergessen als wir. Ist das auch ein Plädoyer für eine andere Form von Erziehung oder Schule? Gewiss. Es ist ein Plädoyer gegen die Überheblichkeit der Erwachsenen. Sie wüssten alle Antworten. Und dass Kinder gedrillt werden müssen, sich auf eine bestimmte Art zur Welt zu verhalten. Vieles entspricht nicht der natürlichen Beziehung zur Welt. Das macht uns als Erwachsene unglücklich und funktionsunfähig. Und das macht die Welt auch zu diesem verheerenden Ort, der sie ist. Wir verwüsten unsere Welt. Kinder machen das nicht. Um auf Ihre Frage zurückzukommen. Meine Kinder waren meine großartigen Lehrer in diesem Projekt. Es wäre lächerlich gewesen, ihre Hilfe als Lehrmeister und Ratgeber über Bord zu werfen. Gehen wir zurück zu Ihnen als Kind. Sie haben am Anfang schon erwähnt, wie sehr Sie die Amsel gemocht haben und dass eigentlich Ihre Geschichte mit den Tieren mit der Amsel begonnen hat in Ihrem Garten. Sie beschreiben in diesem Buch auch wunderbar, wie Sie in die Amselnester gekrochen sind. Sie haben Eierschalen gesammelt, Sie haben getrocknete Amselzungen gesammelt. Ihr Vater brachte Ihnen auch regelmäßig mal ein überfahrenes Tier nach Hause, das Sie dann sezieren konnten. Also Sie hatten ganz früh schon diesen Drang, ins Tier einzudringen. Und an einer Stelle sagen Sie, und Sie haben es auch schon erwähnt, dass Sie den Eindruck hatten, diese Amsel hat ein Geheimnis. Haben Sie den Eindruck, Sie sind dem Geheimnis der Amsel irgendwann auf die Spur gekommen? Nein. Ich bin keinem Geheimnis, nicht einmal meinem eigenen, auf die Spur gekommen. Ich habe keine Ahnung, was in den Köpfen meiner Frau, meiner Kinder oder meiner besten Freunde vor sich geht. Erst recht nicht, was in Ihnen, vis-à-vis von mir, abläuft. Was in anderen Köpfen steckt, bleibt ein ewiges Geheimnis. Und das lässt uns mit einem unbehaglichen Gefühl zurück.
Ich denke, es lohnt sich deshalb umso mehr herauszufinden, was im Kopf einer Amsel vor sich geht, was für eine Welt sie bewohnt. Das hilft uns, bessere Freunde, bessere Liebhaber, bessere Väter zu werden. Ich denke, ich habe einen winzig kleinen Fortschritt gemacht und der war es wert. Interessant ist ja, dass Sie jetzt gesagt haben, wir wissen nicht, was im Kopf vorgeht. Und tatsächlich haben Sie auch ein Hirn einer Amsel in Formalin eingelegt, bei sich aufbewahrt. Ich habe Sie gefragt, ob Sie es nicht mitbringen könnten. Sie haben gesagt, es ist bei Ihren Eltern zu Hause. Also das scheint noch zu existieren, dieses Amselhirn. Aber warum denken wir eigentlich, dass sich in jemanden einzufühlen primär bedeutet, ins Hirn reinzukriechen? Also haben Sie selber so eine Auffassung, auch als Bioethiker, dass das Ich der Amsel oder Ihr Ich nur im Kopf ist? Oder haben Sie auch die Vorstellung, dass sich das irgendwo im Körper noch befindet? Das ist ja also eine alte philosophische Frage. Ja, ich habe mir diese Frage mit 7 Jahren natürlich nicht in diesen Begriffen gestellt. Aber ich habe realisiert, dass das Gehirn etwas sehr Bedeutsames leistet, das zu tun hat mit der Vermittlung zwischen uns und der Welt. So habe ich gemacht, was jeder Schamane in jeder Kultur auf dieser Welt getan hätte: dem Tier nahe zu kommen, indem ich einzelne seiner Körperteile nutzte. Das ist ein eher seltsamer Zugang. Ich tat es und irgendwie hat es funktioniert. Es war eine intuitive Sache, die ich offenbar machen musste. Diese Sehnsucht und gleichzeitig das Scheitern daran ist ja auch so eine urphilosophische Frage. Und Sie haben jetzt immer schon wieder gesagt, es ist eine menschliche Erfahrung, dass wir noch so viel Wissen sammeln können über ein anderes Wesen. Trotzdem werden wir nie wirklich wissen, wie es sich anfühlt, dieses Wesen zu sein. Und das ist eigentlich die Position von Thomas Nagel, der 1974 diesen berühmten Aufsatz geschrieben hat, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Und er beschreibt darin einen Forscher von Fledermäusen, der weiß alles über Fledermäuse. Also er weiß alle empirischen Daten, er beobachtet Fledermäuse, er kann genau beschreiben, wie Fledermäuse funktionieren. Und trotzdem weiß er nie, wie es sich anfühlt, kopfüber von einem Baum zu hängen als Fledermaus. Das ist ja eigentlich, glaube ich, die Grundidee Ihres Buches, dass Sie versuchen herauszufinden, kann man doch irgendeinen Fortschritt machen? Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, man kann Fortschritte machen, aber wir werden nie an den Punkt kommen, in dem wir wissen, so fühlt es sich an, ein Dachs zu sein. Right. Richtig. Ich denke, Thomas Nagel wird oft missverstanden. Wenn er die Frage stellt, wie ist es, eine Fledermaus zu sein, dann fragt er eigentlich, ob es etwas Ähnliches wie das Bewusstsein gibt oder ob das Bewusstsein mit nichts anderem in der Welt zu vergleichen ist. Es ist aufgrund der gemeinsamen evolutionären Geschichte und der ähnlichen Physiologie durchaus ein sinnvolles Unterfangen, zu versuchen, nichtmenschlichen Wesen nahe zu kommen und somit auch dem Menschen. Das wahre Hindernis ist sprachlicher Natur. Wir haben bereits darüber gesprochen. Wie beschreibe ich einen Baum, indem ich Aussagen mache? Diese Aussagen sind aber meine ganz persönlichen. Sie sagen kaum etwas über das Wunder aus, das in einem Baum steckt. Ist es möglich, sich dem sprachlichen Zugang zur Welt zu entziehen? Ich denke schon. Wir machen das ständig in vielen anderen Lebensbereichen. Steven Pinker verzweifelt am Unterfangen, das Leben anders als durch Sprache vermittelt zu verstehen. Ich denke, das ist zu pessimistisch. Wenn wir ein Musikstück hören, dann werden auf eine andere, nichtsprachliche Art Gefühle evoziert. Wenn ich Musik höre, dann übersetze ich die Empfindungen, die sie auslöst, nicht in Sprachfetzen, die ich danach interpretiere. Ich spüre diese Gefühle auf einer tieferen, ganzheitlicheren Ebene, als wenn ich sie beschreiben würde. Ich schätze das, was ein Komponist durch sein Musikstück ausdrücken will, mehr als das, was ein Schriftsteller durch seine Prosa ausdrücken will, wenn ich seinen Text lese. Viele unserer anderen bedeutungsvollen Arten, sich der Welt zu nähern, wie etwa Berührung, Geruch,
manchmal, werden nicht zwingend sprachlich übertragen. Damit sage ich, dass es Grund zum Optimismus gibt. Wir sind nicht auf ewig daran gebunden, die Welt nur sprachlich wahrzunehmen, was die meisten Informationen über die Welt ausschließt. Damit machen Sie eigentlich zwei Dinge. Also das eine, was Sie jetzt ansprechen, ist eigentlich so die These für des späten Wittgenstein, der gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und Sie zitieren eine andere Stelle im Buch. Sie sagen nämlich, wenn ein Löwe sprechen könnte, dann würden wir ihn nicht verstehen. Und das ist auch Wittgenstein. Und die Idee ist, wir verstehen eigentlich Sprachspiele immer nur vor dem Hintergrund von Lebensweisen. Und ansonsten können wir nicht verstehen. Wenn wir anders leben, haben wir auch eine andere Sprache und werden uns nicht verstehen. Sie sagen aber, Wittgenstein irrt. Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, auch wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen, gibt es andere vermittelte Welten, in denen wir uns treffen können, zum Beispiel Musik. Und dann verstehen wir uns? Ist das die Idee? Absolut. Ich denke, es ist Unsinn zu sagen, dass wir keine der anderen Sprachen sprechen können, die wichtig sind für nichtmenschliche und auch für menschliche Tiere. Es gibt Ebenen, wo wir uns begegnen und austauschen können. Mir kommt da etwas in den Sinn, was ich sehr interessant finde, und Sie sind ja auch Bioethiker. Eine Frage, die sich ja viele Menschen stellen, ist, wie kann ich zum Beispiel mit einer Person kommunizieren, mit der ich immer gute Gespräche hatte, die plötzlich dement wird und die meine Sprache nicht mehr spricht und die auch ein Stück weit in einer neuen Lebenswelt zu leben scheint. Und da haben wir ja dieses Gefühl, dieses total Fremden, so fast, als würde uns ein Tier gegenüber sitzen. Wir haben zwar noch die gemeinsame Erinnerung, aber wir haben keine gemeinsame Sprache mehr. Würden Sie sagen, auch da ist es möglich, sich einzufühlen und so eine neue Form von Begegnung zu schaffen? Absolut. Denn für die echte, tiefgründige Art, miteinander zu kommunizieren, braucht es die Sprache überhaupt nicht. Sie können zum Beispiel das Gesicht von jemandem berühren. Das erlebt man nicht, wenn man sagt, er hat die Hand ausgestreckt und mein Gesicht berührt. Sprachlich gesehen ist das nichts Großartiges. Die Geste hingegen schon, sie ist von großer Bedeutung. Auch die Musik, über die wir gesprochen haben, spricht viel mehr Ebenen an, tiefere, uralte Ebenen. Ich vermute, dass wir in unserer Evolutionsgeschichte musikalische Tiere waren, bevor wir zu sprachlichen Tieren geworden sind, dass wir diesen musikalischen Sinn auch mit vielen nichtmenschlichen Tieren teilen. Und trotzdem frage ich mich, ist es nicht unendlich viel schwieriger mit den Tieren? Also, dass man einen Menschen berühren kann und davon ausgehen kann, dass man die Reaktion des Gegenübers irgendwie korrekt deutet. Ich glaube, damit sind wir vertraut. Aber bei den Tieren ist es doch so unendlich viel schwieriger. Und da interessiert mich schon, wie Sie das geschafft haben. Nur ein Beispiel. Ich hatte als Kind Meerschweinchen. Und ich habe die sehr oft gestreichelt. Und dann haben die geschnurrt, würde ich dem sagen, so wie eine kleine Katze. Und ich dachte immer, das Meerschweinchen freut sich. Bis mir eine Tierärztin mal gesagt hat, das ist eigentlich ein Zeichen von Angst. Das Meerschweinchen mag das überhaupt nicht. Und ich war tief schockiert, weil ich habe das Meerschweinchen nicht verstanden. Also wie können Sie, Sie sind natürlich Tierarzt, Sie wissen sehr viel mehr, aber wie können Sie erkennen, ob ein Tier zum Beispiel das streicheln mag? Es gibt physiologischen Stress oder auch Emotionen der Freude, die wir im Labor messen können. Das ist eine Tatsache. Ich suggeriere nicht, dass wir, wie Dr. Doolittle, zu Tieren sprechen können, dass sie uns ohne Vermittlung verstehen würden. Ich lege nur eine langweilige, aber bewährte Beobachtung nahe. Wir Menschen haben viele physiologische Mechanismen mit den Tieren gemeinsam. Und wir teilen dieselbe Welt. Wir können mit diesen Geschöpfen durch denselben Wald streifen. Wir können aus unseren Physiologie-Lehrbüchern lernen, was angenehm ist und was Stress erzeugt. Mit ein wenig Vorstellungsvermögen kommen wir einen kleinen Schritt weiter im Verstehen der Welt der Tiere. Also würden Sie sagen, ich hätte, bevor ich Meerschweinchen angeschafft habe, mich genauer informieren sollen, was Meerschweinchen mögen und ob dieses Streicheln eigentlich überhaupt artgerecht ist? Das hätte geholfen. Ich war noch ein Kind, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. Wenn wir noch einmal bei Thomas Nagel bleiben und bei dieser
ich nenne es jetzt mal eine gewisse Verzweiflung. Diese Verzweiflung, dass wir das sogenannte Fremdpsychische nie wirklich erkennen können. Ich kann nie wirklich wissen, was sie wirklich fühlen, bis hin zu, ich weiß eigentlich nicht einmal, ob sie ein Bewusstsein haben oder ob sie vielleicht ein Zombie sind, der nur so tut, als ja. wäre er ein Mensch. Das macht einen ja manchmal auch sehr unglücklich. Also dieses Gefühl von tiefem Missverständnis. Man sitzt mit einer Person am Tisch und man denkt einfach, was bist du denn für einer? Du verstehst mich überhaupt nicht. Ich bin so einsam. Haben Sie den Eindruck, etwas von dieser Einsamkeit überwunden zu haben, indem Sie besser gelernt haben, sich einzufühlen? Also kann man von Tieren etwas lernen fürs Verstehen zwischen Menschen? I'm terribly worried that ich bin fürchterlich besorgt, dass die ganze Welt, die es gibt, nur das ist, was in Charles Fosters Kopf stattfindet. Alles, was es gibt, ist das, was ich ins Leben rufe, indem ich die Sinnesdaten manipuliere, die in meine Rezeptoren eindringen. Ich bin besorgt darüber, dass auf der ganzen Welt alles nur auf sich selbst bezogen ist. Ich will aber überzeugt werden, dass es da draußen eine objektive Realität gibt. Aber Sie halten es für eine Möglichkeit, in so einer Matrix zu leben, wo es keine wirkliche Realität ringsum gibt, sondern die ganze Realität ist in Ihrem Kopf. Das glaube ich grundsätzlich nicht. Aber manchmal ist es schwer, mich selbst zu überzeugen, dass das nicht der Fall ist. Wenn ich mich davon überzeugen will, dass es nicht der Fall ist, betreibe ich aber keine Wissenschaft und mache auch nichts so Verrücktes wie durchs Gehölz krabbeln und Würmer essen, dann trinke ich eher ein Glas Wein mit meinen Freunden oder gehe in den Park mit meinen Kindern. Die Sorge, dass alles nur eine virtuelle Realität ist, die ich, Charles Foster, geschaffen habe, verpufft dann für einen Moment. Aber die philosophische Sorge, die bleibt. Ich denke, das ist teilweise die Folge unserer sinnlichen Armseligkeit. Damit meine ich, wir haben mindestens 5 Sinne. Thomas von Aquin sagt, wir hätten 9, und er hat wohl recht, wir haben mindestens 5. Was hat er noch beigefügt? Sich auf Engel zu beziehen und derartiges. Oh, das wäre nett, oder? Naja, er hat sicher recht. Aber auf alle Fälle können wir uns einigen auf mindestens 5 Sinne. Doch wir nutzen normalerweise nur einen davon, als Folge unserer Evolutionsgeschichte. Und das ist das Sehen. Nehmen wir an, dass visuelle Sinnesdaten ganz unverfälscht durch unser Gehirn fließen, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist, denn sie werden unmittelbar durch unsere Wahrnehmung verfälscht. Aber nehmen wir jetzt an, uns stünden alle unsere visuellen Sinnesdaten zur Verfügung. Entscheidungen darüber, wie die Welt ist, fällen wir dennoch, indem wir uns nur auf 20% aller unserer Sinnesdaten stützen. Wenn wir aber Entscheidungen über Beziehungen fällen oder über berufliche Dinge oder über irgendetwas anderes und uns nur auf 20% der vorhandenen Informationen stützen, liegen wir aber falsch und wir verstehen auch die Welt nicht richtig. Wir vernachlässigen 80% der Informationen, die uns eigentlich zur Verfügung stünden. Aber ich denke, es gibt da etwas in uns, das uns intuitiv erkennen lässt, dass wir nicht das vollständige Bild haben. Die Unstimmigkeit zwischen dieser Intuition und unserem Gehirn, das darauf beharrt, die 20% seien bereits das ganze Bild, schafft so etwas wie ein ontologisches Unbehagen, das unserer modernen Malaise zugrunde liegt. Ich erinnere mich gerade daran, dass vor kurzer Zeit hier Thomas Moser gesessen hat, ein blinder Mann. Mein Kollege Yves Bossart hat ihn interviewt. Und er hat für mich sehr eindrücklich davon erzählt, wie es ist, nicht zu sehen. Und wie dann eben andere Sinne plötzlich sehr viel wichtiger werden, dass man die ganze Zeit denkt, es wäre eigentlich ganz gut, nur mal für eine Woche nicht zu sehen, um lernen zu können, wie viel man hören kann, wie viel man riechen kann, wie viel man tasten kann. Also das ist sozusagen der Punkt, dass wir unsere Sinne wieder schulen müssten, vielleicht ein bisschen wie ein Tier, das eben andere Sinne zur Verfügung hat. Richtig, eine großartige Übung. Ich habe letzthin über jemanden gelesen, der von Geburt an blind ist und sich selbst das Navigieren durch Echoortung beigebracht hat. Und zwar so weit, dass er mit dem Fahrrad durch den rollenden Verkehr fahren kann. Außergewöhnlich. Ein Weg, dem Geruchssinn, den wir normalerweise vernachlässigen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ist, uns die Augen zu verbinden. So wie ich es in ein paar verrückten Experimenten gemacht habe, welche im Buch beschrieben sind. Wenn Sie sagen, indem dass wir unser Einfühlen schulen,
in andere Menschen, vielleicht eben auch zum Beispiel in blinde Menschen oder in demente Menschen, aber eben auch in Tiere, dann können wir unglaublich viel lernen und wir werden vielleicht auch verständnisvoller im Umgang mit anderen Menschen. Dann könnte man ja sagen, naja, es ist eine gute Idee, zu versuchen, sich auch in andere Lebenswelten zu begeben. Und eine extreme Idee hatte eine Hotelkette. Das Hotel Emoya in Bloemfontein in Südafrika bietet Ferien an im Slum. Ja, in diesem Slum-Hotel konnte man Ferien machen. Es ist mittlerweile geschlossen worden wegen sehr viel Kritik. Man konnte in diesen Slum-Häuschen Wi-Fi empfangen, man hatte Zentralheizung. Grundsätzlich wäre das eine gute Idee, um die Leute zu sensibilisieren für den Lebensraum von anderen Menschen? Nun, diese spezielle Umsetzung finde ich etwas bevormundend. Doch die zugrunde liegende Idee ist gut. Aber ich denke, es muss nicht so aufwendig sein. Wir brauchen nur von unserer gewohnten Sichthöhe rund 180 cm runterzukommen und damit ein paar Millionen Jahre zurückzugehen auf das Niveau des Bodens. Dort leben die meisten unserer evolutionären Verwandten. Das ist viel billiger als ein Flug nach Südafrika. Ich glaube, worauf ich hinaus wollte, ist diese Frage auch, wie lernen wir uns eigentlich überhaupt einzufühlen, weil wir ja auch sagen, Mitleid zu empfinden mit anderen Menschen hat ganz stark damit zu tun, überhaupt zu verstehen, wie es sich anfühlt, in einer bestimmten Art und Weise zu sein. Ich mag mich zum Beispiel gut erinnern, dass ich mal mit meinen Kindern an einem Parkour teilgenommen hatte. Da konnte man im Rollstuhl einen Parkour abfahren. Und die Idee war natürlich genau, den Kindern verständlich zu machen, wie ist es, unterwegs zu sein, wenn man nicht gehen kann und die Randsteine, die so hoch sind, nicht überfahren kann. Und das hat, glaube ich, dieses Hotel versucht. Es gibt ein anderes Beispiel, die NGO Habitat, die sich bemüht, Häuser, Behausungen für Menschen in Armut herzustellen. Die hat einen Erlebnispark auch eröffnet, wo man in verschiedenen solchen Slum-Siedlungen vorbeischauen kann, sich da niederlassen kann, um eben die Sensibilität von Menschen für die Lebenswelt von weniger privilegierten Menschen zu schulen. Brilliant. Großartig. Wahrscheinlich ein weit schnellerer Weg, auf dem man lernen kann, wie man sich als Mensch entwickelt. Schneller als mit meiner Methode. Nun gibt es ja auch Grenzen dieses Verstehens und dieses Einfühlens. Und Sie sagen in diesem Buch auch, es ist Ihnen nicht immer gelungen, in diese Tiere hineinzukriechen, sozusagen. Es gibt Momente, in denen man einfach merkt, man versagt. Man kann Nie ist es mir gelungen, nie. Lassen Sie mich klarstellen. Das Buch ist ein Volltreffer, was das Scheitern anbelangt. Sie sind zu Es enthält gelegentliche Bruchstücke von brauchbarem Material. Es lohnt sich aber, das zu tun. Jemand anders, eine feinfühligere Person, die besser schreiben kann als ich, hätte mit denselben Methoden wohl mehr daraus gemacht als ich. Aber es gibt ein bestimmtes Tier, da kamen Sie sehr an Ihre Grenzen, nämlich der Otter. Sie haben irgendwann gesagt, es gab Zeiten als Otter, da wurden Sie depressiv, weil Sie gemerkt haben, ich will kein Otter sein. Irgendwie war es schwierig, Otter zu sein. Warum? Nun, es war nicht bloß schwierig, sondern schlichtweg unmöglich, irgendeines dieser Tiere zu sein. Genauso wie es unmöglich ist, Sie oder ein anderer Mensch zu sein. Ich fand die Annäherung an die Otter weit schwieriger als diejenige an andere Tiere. Das hat mich wirklich schockiert, weil ich als Kind die Otter liebte, wie die meisten Kinder. Doch deren Leben ist so rastlos. Sie sind 6 Stunden am Tag wach. Sie haben einen massiven Stoffwechselbedarf. Wenn sie ruhen, ist ihr Stoffwechselgrundumsatz um 40% höher als jener eines Hundes. Und wenn sie im kalten Wasser sind, sogar 4,5-mal mehr als bei einem Hund. Um am Leben zu bleiben, müssen sie Unmengen fressen. Für mich würde das bedeuten, einen Big Mac alle 4 Minuten.
Und wer alle 4 Minuten einen Big Mac verschlingt, ist wohl nicht das geistreiche Gegenüber, mit dem man sich gerne bei einem Abendessen unterhalten würde. Ich fand es nicht besonders angenehm, in ihrer Gesellschaft zu bleiben. Schauen wir uns diesen Otter doch einmal an. Diese Tiere, die gibt es ja in der Schweiz auch. Es sind Tiere, die im Wasser schwimmen. Und Sie haben es schon erwähnt, die brauchen unglaublich viel Energie, haben einen ganz hohen Metabolismus. Wie ein schwimmender Otter. Und die jagen Fische, die sie dann ganz verspeisen. Haben Sie eigentlich je einen Fisch gefangen und so gegessen? Nun, ich habe es versucht. Es ist mir nur einmal als kleines Kind gelungen, aber es war ein Fehler, der mich mit Abscheu erfüllte. Warum war es ein Fehler? Nun, ein anderer Junge, mit dem ich spielte, hatte eines Tages gesagt, ich solle einen Fisch in den Mund stecken. Ich tat dies mit einem kleinen Fisch, den wir gefangen hatten, und biss versehentlich hinein. Keine schöne Sache. Ich habe aber versucht, Fische mit meinen Zähnen zu fangen. Es klappte nicht. Weil die zu schnell sind und wir sind einfach zu langsam. Ja. Sie haben vorhin gesagt, es war eigentlich Ihnen nie möglich, sich in ein Tier einzufühlen. Aber beim Otter gab es ja wirklich diesen Moment, so schreiben Sie es zumindest im Buch, wo Sie den Eindruck hatten, Sie werden depressiv, weil Sie so sehr scheitern im Sich-Einfühlen. Und da sagen Sie auch, dass Sie da etwas gelernt haben über sich selber, nämlich die Tatsache, dass wir schlechte Freunde sind, wenn wir nicht glücklich sind, oder dass wir schlechte Freunde sind und uns nicht einfühlen können, wenn es uns selber schlecht geht. Wie genau meinen Sie das? Ist dann sozusagen unser Einfühlungsvermögen wie betrübt? Das war in Zusammenhang mit meiner kleineren Depression, die ich hatte. Mir scheint, eines der Dinge, welche eine Depression anrichten kann, ist, dass das Selbstwertgefühl schrumpft. Und als das geschah, wurde ich eine noch unangenehmere Person für meine Freunde und Familie, als ich es ohnehin schon bin. Je mehr mein Selbstwertgefühl schrumpfte, umso selbstsüchtiger wurde ich, ironischerweise. Und kann man aber auch davon lernen, dass man eigentlich Selbstliebe praktizieren muss, um andere Menschen lieben zu können? Ja, das ist wesentlich. Leute, die sich selbst hassen, hassen auch andere Leute. Ja, und trotzdem denkt man ja auch immer, es gibt ja auch einen Egoismus, der trennt. Also es scheint um ein Ausmaß zu gehen. Man muss irgendwie mit sich selber im Reinen sein, um auf andere Menschen zugehen zu können. Aber wenn man sich zu sehr liebt und zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, dann entsteht ja auch eine Barriere. Also es geht irgendwie darum, das richtige Maß zu finden. Gewiss. Das aristotelische Gleichgewicht. Was meinen Sie damit? Der beste Ort liegt zwischen den beiden schädlichen Extremen. Die berühmte Mesotes Mitte sozusagen, also in der Tugendlehre die Idee, wir sollten nicht zu sehr ins eine oder ins andere Extrem, sondern den goldenen Mittelweg verfolgen. Ist das auch so etwas, was Sie denken, das haben Sie hier gelernt in diesem ganzen Experiment, wie wichtig es ist, selber irgendwie bei sich zu bleiben und trotzdem offen fürs Gegenüber zu sein? Das hat sich nicht erst durch dieses seltsame Experiment ergeben. Ich denke, das kommt von meinem kostspieligen Herumstreifen in der Welt. Etwas, was mich auch sehr interessiert hat in diesem Buch, ist unser Umgang eigentlich mit der Wildheit und dem Tierischen in uns selber. Sie sagen ein Stück weit, wir alle haben etwas Wildes in uns, aber wir sind uns nicht mehr gewohnt, damit umzugehen. Wie genau meinen Sie das oder was ist das Problem? Sofern es unsere evolutionäre Entwicklung betrifft, sind wir seit viel längerer Zeit Menschen als erst seit dem Pleistozän. Nun sind wir in der postneolithischen Phase. Wir sind jetzt körperlich und politisch Bauern, jungsteinzeitliche Menschen. All unsere prägenden Erfahrungen stammen aus einer völlig anderen Welt, in welcher wir viel enger in ein Ökosystem eingebettet waren als heute, bis zur landwirtschaftlichen Revolution. Wir sehen uns jedoch so, wie uns die Genesis im Kapitel 1 sieht, als Krone der Schöpfung. So,
All unsere Reflexionen und Gedanken über uns selbst sind im Unterbewusstsein zweifellos konditioniert durch diese frühen Jahre. Warum mag ich es denn, an Weihnachten an einem gemütlichen Feuer zu sitzen? Nicht, weil ich ein sentimentales Bild habe, wie es Charles Dickens beschreibt, wie Weihnachten mit der Familie sein soll, sondern weil ich, wenn ich in die Tiefe des Unterbewusstseins blicke, fürchte, dass ein Wolf kommt. Ich fühle mich sicher, weil ich ein Holzstück aus dem Feuer nehmen kann, um dem Wolf das Gesicht zu zerschmettern. Deshalb bin ich das, was ich bin. Und wir täten besser daran, diese prägenden Erfahrungen ausdrücklich anzuerkennen. Es ist ebenso wahr, dass wir auf einer bestimmten Ebene immer noch Teil der wilden Natur sind, wie bereits gesagt. Es geht uns auch besser, wenn wir Bäume anschauen können. Sogar der Gott von Monsanto, der CEO dieses Chemiekonzerns, ist voller wilder, unkontrollierbarer Bakterien, auf welche er aber angewiesen ist, um zu überleben. Wie teuer unsere Anzüge auch immer sein mögen, darunter sind wir immer noch sehr spezielle wilde Kreaturen. Ich sage nicht, dass Menschen nicht etwas sehr Bemerkenswertes und Ungewöhnliches sind. Wir sind und bleiben immer Tiere. Vielleicht sind wir noch einige Dinge mehr, aber wir bleiben Tiere. Sie leben ja wirklich in diesen beiden Welten. Also Sie lieben die Natur sehr und leben aber gleichzeitig an einer sehr, sehr guten Universität in Oxford, wo berühmte Leute ausgebildet werden, in einem sehr akademischen Klima. Und es interessiert mich, wie Ihre Meinung dazu ist. Mir fällt auf, dass zum Beispiel sehr viele Leute wieder dieses Buch lesen von Henry David Thoreau, Walden. Das hat immer wieder jetzt Neuauflagen gegeben, feiert auch ein Jubiläum dieses Jahr, dieses Buch. Das stammt ja von 1854. Da zog dieser Thoreau aus, wollte der Industrialisierung eigentlich entfliehen im jungen Amerika, hat sich niedergelassen an einem kleinen Teich und wollte in der Stille zu sich finden. Und interessanterweise gibt es seit kurzem auch ein Magazin, das Walden heißt, das sich an die städtische Bevölkerung fast schon wendet, indem man eben wieder lernen kann, wo man eigentlich in der Natur sich wie zurechtfindet, wie man fischt, wie man Holz hackt, wie man Feuer macht und so weiter. Mein Eindruck ist, und da interessiert mich Ihre Meinung, dass das enorm zugenommen hat, dass diese Sehnsucht nach der Natur etwas ist, was in den letzten Jahren sehr viel verstärkter wieder aufbricht. Teilen Sie diese Einschätzung? Ich stimme völlig zu. Es gibt einen spürbaren Hunger nach Authentizität und nach Anerkennung jenes Teils von uns, den wir auch sind. Wir müssen anerkennen, was wir wirklich sind. Wir müssen uns gewahr werden, dass unser authentisches Ich seinen Platz in der wilderen Welt hat. Ebenso müssen wir uns unserer Schuld bewusst werden, was wir der Welt antun, von der wir doch eigentlich ein Teil sind. Wir verwüsten unser eigenes Zuhause. Das macht mich jetzt fast schon, optimistisch, wenn Sie das sagen. Wenn alle diese Sehnsucht hätten, zum Beispiel, was sie mit der Natur machen, dann müsste man sagen, in den USA beispielsweise, müssten die Klimaziele beispielsweise doch etwas sein, was politisch verfolgt werden müsste. Aber man erlebt doch eigentlich jetzt zum Beispiel auf der politischen Ebene eher das Gegenteil, dass man plötzlich wieder den Eindruck hat, Klimawandel, Klimaziele ist doch nicht so wichtig. Ja. Ja, wir verhalten uns politisch und in vieler Hinsicht auch persönlich in einer Weise gegenüber der Natur, die offen gesagt psychopathisch ist. Es gibt eine Spannung in uns selbst und dadurch auch in der Gesellschaft zwischen kolonialer Ausbeutung und der Anerkennung einer Verwandtschaft mit der Natur. Diese Spannung gibt uns ein schlechtes Gewissen, wie es auch sein sollte, und macht uns persönlich unglücklich. Viele unserer Neurosen lassen sich wohl auf diese Spannung zurückführen. Sie sagen auch, dass diese Sehnsucht nach der Natur, nach der Begegnung mit dem Wilden in uns drin, das wir eben aufgrund der Evolution immer noch in uns tragen, doch manchmal auch eine interessante Schlaufe sozusagen macht. Sie sagen nämlich, manchmal ist uns das Bild der Natur lieber als die wirkliche Natur. Und wir haben eigentlich eine kolonialistische Vorstellung von der Natur. Können Sie uns da mal ein Beispiel geben, was Sie da genau meinen? Das beste Beispiel bin ich, wenn ich in den Wald gehe.
dann zurückkomme und mich ans Pult setze, um über die Natur zu schreiben. Was ich dann normalerweise an meinem Laptop tue, ich beschreibe die Vorwegnahmen, die ich bereits in den Wald mitgenommen habe. Ein im Grunde kolonialistisches Unterfangen. Ich beschreibe eigentlich, was in meinem Kopf steckt. Einmal mehr eine selbstbezogene Übung. What's in my head? Again, a self-referential exercise. Ich bin kaum so demütig, dass ich versuche wahrzunehmen, was dieser Wald für sich selbst ist, wie er sich den Geschöpfen zeigt, die den Wald viel besser kennen als ich. Eben, wie er wirklich ist, diese große erkenntnistheoretische Frage. Normalerweise interessiere ich mich meist nur für Charles Foster. Die meisten modernen Schriften über die Natur, meine eingeschlossen, ist eine Art literarische Masturbation. Ein Stück weit kann man nichts dafür, weil wir Menschen sind und eben anthropozentrisch bleiben, aber Sie appellieren daran, diese Grenze zu überschreiten. Wenn Sie von Demut sprechen, ist das für Sie auch eine moralische Haltung? Also finden Sie auch, wir sollten demütiger der Natur begegnen? Ja, ich anerkenne, dass die Natur uns hervorgebracht hat. Ich anerkenne, dass unsere physische und psychische Gesundheit entscheidend von der Natur abhängt. Ich anerkenne, dass wir mit der neurologischen Hardware und Software, die wir bekommen haben, viel mehr schätzen könnten, in welcher außergewöhnlichen Welt wir leben. Diese Welt ist viel bunter, charismatischer und wundersamer, als wir ihr zugestehen. Sie können so wunderbar von der Natur erzählen. Dazwischen habe ich mich auch gefragt, hat für Sie die Natur auch so etwas wie, ist das für Sie auch eine religiöse Erfahrung, Natur zu erleben? Viele Menschen sagen das ja, ein Sonnenaufgang beispielsweise, die Tauperlen auf dem Gras, das hat auch eine religiöse Qualität. Ist das für Sie auch so? Ich kümmere mich in diesem Kontext nicht um Religion, höchstens um Spiritualität. Ich empfinde Freude, ich spüre ein transzendentes Staunen beim Betrachten der Welt. Ich fühle auch, dass die Welt zu mir spricht. Sie berührt Ebenen in mir, die normalerweise nicht angesprochen werden, aber sich für eine Unterhaltung eignen. Und das ist für mich prägender als die meisten Ebenen, denen ich viel Zeit gewidmet habe. Und wenn wir das Experiment noch weiter treiben, glauben Sie eigentlich auch, man könnte sich auch in einen Baum einfühlen? That's too much. Das ist zu viel. Ich habe vorgeschlagen, und ich denke, es ist ein harmloser Vorschlag, dass ich mich in einen Fuchs einfühlen kann, weil wir viel gemeinsam haben. Mit dem Baum teile ich nur das Schicksal, in einer Welt mit voranschreitendem Klimawandel zu leben. Zum Schluss vielleicht, Sie sagen in diesem Buch auch, was wir tun können, um unsere eigene Wildheit zu pflegen, um unsere eigene Wildheit wieder zu entdecken und mit der Natur in Kontakt zu kommen. Und da bringen Sie den heiligen Franziskus. Sie sagen nämlich, eigentlich sollten wir wie er den Ochsen als Bruder ansprechen, versuchen mit den Vögeln zu sprechen oder zumindest sie als Wesen zu sehen, die auch eine Sprache haben. Ist das für Sie auch vielleicht so fast eine Vorbildfigur gewesen? Alle Kinder machen die ganze Zeit solche Dinge. Kinder scheinen bessere oder funktionstüchtigere Menschen zu sein, als ich es bin. Es gibt viele einfache Dinge, die auch sie tun können. Sie können ihre dick besohlten Schuhe ausziehen und das Gefühl aufsaugen, das durch ihre Fußsohlen hochsteigt. Sie könnten sich 180 cm zum Boden herablassen und beginnen, andere Sinnesrezeptoren im Kopf als ihre Augen zu nutzen. Sie könnten erkennen, dass es nur bedingt zivilisierte Orte gibt, wie David Abram, der amerikanische Philosoph und Naturalist, sagt. Wenn Sie durch ein Einkaufszentrum in Zürich gehen, merken Sie, dass auch das ein wilder Ort ist. Und Sie können versuchen, diese überschwängliche Welt zu sehen und sich davon anregen zu lassen. Das alles wird helfen, ein besserer Ehemann, Ehefrau, Freund, Freundin zu sein.
Ich werde mich bemühen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Charles Foster. Danke, dass Sie hier waren. Thank you very much. Nächste Woche geht es hier um etwas, was die einen verteidigen und die anderen für nicht existent halten, nämlich unsere Werte. Mein Kollege Yves Bossard lädt zum philosophischen Streitgespräch über einen politischen Kampfbegriff. Und jetzt gleich feiern wir Geburtstag. Vor 50 Jahren schufen die Beatles ihr Album «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Die spektakuläre BBC-Dokumentation zeigt, mit welchen Kniffen im Studio das Album zum Meisterwerk wurde. Das sollten Sie nicht verpassen. Und vielleicht gehen Sie danach noch in den Wald und probieren es zur Abwechslung mal auf allen Vieren oder zumindest barfuß. Viel Vergnügen und bis bald.